Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Verlot wir im Überlebensmodus mit Hundi. Hallo Hundi, na, wie geht's dir? Wir müssten eigentlich bald mal wieder Sachen ablegen, aber wir werden sowieso heute streamen. Deswegen können wir es da kurz erledigen. Dann hätten wir das auf jeden Fall erledigt. Wie viel kann ich tragen? Ah, oh, ich kann auch ein bisschen was tragen. Ich kann 400 tragen? So kann ich 400 tragen. Ah, da ist eine Pille aktiv. Der ist eine Pille aktiv. Wo kann ich das nochmal sehen? Effekte anzeigen da. Mysteriöses Serum. Aha. Cool. Hoffentlich können wir es irgendwann mal selber herstellen. Es scheint nicht schlecht zu sein. Minus 50% Damage. Wir sind heute bei der Aufgabe, Emoji zu finden. Ich kann sie jetzt endlich aussprechen. Damals, als ich das gelesen habe, habe ich immer Emo gesagt. Weil ich keine Ahnung hatte, wie man sie ausspricht. Aber heute werden wir Emoji finden. Befreie deinen Geist. Stimmt, das wollten wir machen mit der Quest, ne? Und einer hat von euch geschrieben, dass ich eine Wackelpuppe übersehen habe. Ich weiß jetzt nicht wo. Du müsstest mir schon sagen, wo. Dann könnte ich sie auch holen. Aber so bringt mir das gar nichts. So. Dann wollen wir mal. Wie weit weg ist denn das? Mal so gefragt. Bevor ich jetzt dahin laufe. In Good Neighbor. Ach ja, stimmt. Da haben wir, beziehungsweise da habe ich ja, gemutmaßt, dass Emoji die Sängerin ist. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber sie scheint der Charakter zu sein, der anders ist als die anderen. Deswegen nehme ich das einfach mal an. The Third Rail. Ich frage mich, was die ganzen Jungs hier machen ohne Hancock. Ich meine, der schaut zwar ab und zu mal vorbei, aber es bringt doch nichts. Ist die Treppe runter. Ja, danke. Wir gehen einfach mal hier lang. Okay, Questmarkierung ist weg, aber wer auch immer meine Vermutung. Stellerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden. Oder nicht. Kauf ich den nicht ab. Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigt hast. Wenn du was haben willst, dann lass mal hören. Okay, die Musik ist verdammt laut. Kennst du Imogene Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia, dieser Junge will mit dir reden. Na, aber dann. Kann ich was für dich tun, Schätzchen? Ja. Kennst du Imogene Cabot? Imogene? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Ich muss mit ihr reden. Warum suchst du nach ihr, Schätzchen? Geht dir nichts an? Familie macht sich Sorgen. Familie hat mich angehört. Versuche ihr zu helfen. Ich versuche nur, ihr zu helfen. Weißt du denn, wo sie ist oder nicht? Es ist einfach unmöglich, mit jedem fremden Gesicht zu tratschen, das im Club auftaucht. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Ich bin nicht fremd. Magnolia? Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Kennst du Emoji? Das hängt davon. Ihre Familie hat mich angeheuert, damit ich rausfinde, was mit ihr ist. Dann kann ich es dir bestimmt sagen. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den aalglatten Typen. Die immer von einem besseren Leben reden. Oh, die nein. Meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogene fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Herm, kannst du bitte mal kurz kommen? Was hat jetzt der Typ da oben zu tun? Achso, weil er auch so ein Glatzkopf ist, ja? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogene. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogene immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogene geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist.
Okay, gucken wir mal kurz nach. War dieser Prediger ein Prediger des Atoms? Möglich ist es. So, jetzt müssen wir den Scheiß noch finden. Wie ist das Ding nochmal, was wir bekommen haben? Hätte ich mir noch gemerkt. Säulen der Gemeinschaft, Flyer da. So. Ist ihr Leben nicht das, was sie wollten? Sind sie auf der Suche nach Veränderung? Lassen sie sich im Amphitheater am Charles-Aussichtspunkt in der Back Bay von Bruder Thomas die Wahrheit hinter unserer verstorbenen Welt erklären. Zusammenkünfte jeden Abend. Jeder, der sein Leben zum Besseren verändern möchte, ist willkommen. Ja, schön. Gehen wir doch mal hin. Ja? Charlie kümmert sich um die Drinks. Ich um die Betreuung. Alles so still plötzlich, weil ich da war. Die Armen. So, ich glaube, das ist ein Prediger des Atoms. Oder? Ich meine, allglatter. Allglatt bedeutet ja so viel wie Peak Fine, glaube ich, oder? Ich. Kann auch sein, dass es einfach nur Ghoul bedeutet für die Jungs. Die stählerne Bruderschaft sollte sich. So, ich muss wohin? Das ist eine Kartenmarkierung, ne? Nein, finde Emoji. Gut, gehen wir zum State House. Von da aus ist es nur ein kleiner Katzensprung. Und dann hätten wir es geschafft. Ich glaube, wir waren jetzt bisher überall. Wir waren oben links, wir waren oben rechts, unten links, unten rechts waren wir noch nicht, ne? Oh, ein Gebiet, was wir noch nicht begangen haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Karte so winzig ist. Naja, ich hoffe das Beste für die DLCs, dass die DLCs nochmal irgendwie 100 Stunden Spielzeit reinbringen. Ansonsten wird das ein gar nicht mal so langes Let's Play, wie ich dachte. Ich habe eigentlich so mit 400 Folgen gerechnet. Aber anscheinend wären es nur 300 bis 200. Was ein bisschen schade ist. Aber naja, es gibt ja noch Mods. Anwärter. Ups, das wollte ich gar nicht. Hallo. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Für sowas habe ich keine Zeit. Du solltest dir Zeit für etwas so Wichtiges nehmen, Nächster. Etwas, das dein Leben und vielleicht das ganze Commonwealth ändern könnte. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ach Gott, schon wieder so eine Religion, die aus dem Boden gestampft wird. Oh Gott. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Wer hat das gesagt? Okay, komm. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Hier entlang, Nächster. Jetzt weiß ich, was allglatt bedeutet. Oh Gott, ist der schmierig. So. Wo willst du mit mir hin? Nicht so schüchtern. Komm. Warum? Gut, ich setz mich schon. Ich weiß schon, was du möchtest. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Ja, ja, ja. Gut. Ich will nicht warten, nein. Keine Angst, ich beiße nicht. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Ja. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, bitte was? Um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast.
dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber das sollst du hier aufgeben. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Du glaubst doch nicht ernsthaft, ich gebe dir meine ganzen Sachen. Die Welt ist voller Idioten. Schau dich um. Jeder von ihnen hat all seinen Besitz abgegeben, um, Hoffnung zu erhalten. Klar, es ist eine falsche Hoffnung, aber sie war es ihnen wert. Du kannst dir einreden, was du willst, aber du gehst hier entweder nackt oder in der Horizontalen raus. Deine Entscheidung. Was? Der will mich umbringen? Was, wenn ich es mir anders überlegt habe und nicht mehr beitreten will? Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich alles geben. Sofort. Nö. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Er ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Was ist da? Tötet ihn! Oh, nein! Nein, ich hab das gleich abgespeichert. Immer schön den Kopf. Da gerade passiert. Nichts. Er ist nicht tot. Haltet sie mir vom Hals. Tja, Digga. Kannst du klicken, dass ich dir alles gebe. Ich brauche Hilfe. Du hättest es einfach gut sein lassen und gehen können. Gott, siehst du scheiße aus. Ich hab gedacht, du lebst ewig. Du bist sicher Imogen. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Jack hat ein Serum, das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Ich lade jetzt nicht, nein. Ich werde sie einfach alle umbringen. Also sehe ich so aus. Du wirst... Ich war eine der Schützen. Red ruhig weiter, Schätzchen. Red ruhig weiter. Ist doch eine Gabe. Nein! Ich war so nah dran. Steh auf! Das wirst du uns nicht vermasseln. Und du läufst jetzt nicht weg. Wie ich gar nicht erst hingucke. Too cool for you. Ist einer weggelaufen? Als wenn ich ihm all meine Sachen gegeben hätte. Pff. So. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Ja, wie auch immer. Wir sollten aufbrechen. Es war nicht meine Idee, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Du könntest der Person, die dich gerettet hat, etwas dankbarer sein. Oh, Thomas hätte mich irgendwann gehen lassen. Aber ich wollte nicht länger warten, ob er zur Vernunft kommt. Also, vielen Dank. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Dein Freund ist tot. Gehen wir. Thomas? Er war nicht mein Freund. Wir hatten Spaß, mehr nicht. Außerdem hätte er mich nicht hier einsperren sollen. Keine Sorge, ich finde den Weg nach Hause.
Ich bin noch nicht bereit, meine Mutter zu sehen. Und danke. Ich bin sehr froh, dass du nach mir gesucht hast. Auch wenn ich eigentlich nicht gerettet werden musste. Naja, musstest du nicht. Haben wir gesehen, diese Sekte, die mir alles abnehmen wollte. Aber zumindest hat er mich direkt zu dir geführt. So, was haben wir denn hier so Schönes, wenn wir schon mal hier sind? Grauer Anzug, aha. Oh, ganz viele Betten. Ich bin jetzt aber schon geheilt, weil ich mir 50.000 Stimpacks reingezogen habe. Weil ich nicht unbedingt den Spielstand laden wollte für diese paar Deppen. Oh, Mini-Atombombe. Ja, nice. So. Tja, hätte er mich mal nicht zwingen müssen. Oder sollen. Dann hätte er weitermachen können. Oh, jetzt ist er tot. Sterbens. Gut, ich habe da hinten noch... Emoji? Emoji. Ich habe hier hinten noch, diese Treppe hier gesehen. Da gehen wir doch glatt mal hoch. Achso, war nur eine Brücke. Aber ich habe Emoji überholt. Ha! Tja, ich habe das Rennen gewonnen. Was sagst du dazu? Gut, reisen wir mal zurück. Haus der Kabatz. Ja, ich würde sagen, das war recht easy. Gerne nochmal so leicht. Ah, fand ich cool. Quest war cool. Man muss schon sagen, die haben sich echt Mühe gegeben, die Quests ja nicht einseitig zu machen. Es sind viele, ganz viele verschiedene Quests. Und das macht mir Spaß. Das ist cool. Da gab es bei Skyrim echt viele, die einfach identisch waren. Und dazu muss man sagen, ja gut, ist in Ordnung, dass die Map so klein ist, aber Hauptsache die Quests sind unterschiedlich. Madame? Gut. Das Betreten des Rasens ist verboten. Ach so! Ich habe irgendwie gerade gedacht, er lehnt sich an die Wand. Er steht hier einfach nur. Betreten des Rasens? Was für ein Rasen? Meinst du diesen Rasen? Okay, da im Hintergrund schießt wieder jemand. Wir gehen einfach mal rein. Versuch's nochmal. Der Empfang wird besser. Verdammt. Das Signal ist seltsam schwach. Edward, wechsle zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert! Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Um Himmels Willen, Sammy, die Tür! Das... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu, wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Wer bist du nochmal? Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Hm. Ich habe Emojin gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben.
Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Mach nichts, ich habe mir das Serum auch reingezogen. Wenn du 400 Jahre alt bist, dann bist du ja vor dem großen Krieg geboren. Ja, ich denke du auch. So, in der Mitte des 21. Jahrhunderts? Stimmt. Ich war selbst bis vor kurzem im Kryoschlaf. Interessant. Darüber müssen wir später sprechen. Die Zeit drängt. Gibt es sonst noch was, bevor wir aufbrechen? Woher habt ihr das Serum? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Ich will das Artefakt auch haben. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Okay. Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Komm, Jack. Wir müssen etwas erledigen. Ja. Tod und Verderben in die Welt bringen. Ja, ich meine, eine Quest beenden. Da bin ich immer gespannt. Wenn er hat die Fähigkeiten, die man quasi bei Spezial einstellen kann, mit Widerstandsfähigkeit, und hast du nicht gesehen. Vielleicht kriegt man ja dieses Artefakt. Ich meine, ich müsste höchstwahrscheinlich alle töten dafür. Auch Jack. Aber wenn ich das Artefakt dafür bekommen würde? Ich glaube, ich würde es tun. Ja. Ich frage mich, wie lange das Serum hält. Wenn es für immer hält, dann bin ich glücklich. Aber ich glaube nicht. Aber es hält noch an. Steht da irgendeine Zeit oder so? Da steht keine Zeit. Bereit? Gehen wir. Eine steht... Aber dann hätte ich doch Stärke ohne Ende. Na gut, lassen wir es jetzt mal so stehen. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen.
Gut, laufen wir jetzt hier beide langweilig durch die Gegend oder kann ich schnell reisen? Oder willst du noch irgendwas sagen? Eigentlich darf man in diesem Spiel nicht schnell reisen. Eigentlich ist das total verkehrt, weil die spannendsten Sachen passieren da tatsächlich unterwegs. Weil man verpasst sehr viel vom Spiel, wenn man die ganze Zeit schnell reist und hier und da. Es ist das Artefakt, das Lorenzo so gefährlich macht. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt geheilt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden. Okay, er quatscht mich hier auf jeden Fall noch zu. Deswegen sollten wir auf jeden Fall folgen. Er gibt uns ein bisschen Hintergrundwissen. Aber ich muss dennoch aufpassen. Was ist das hier? Ach, das ist die Stadt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, hier waren doch überall Raider. Ich muss ein bisschen aufpassen, Freunde. Ich bin mir des Interessenkonflikts bewusst, da er mein Vater und gleichzeitig die Quelle meines langen Lebens ist. Aber ich versichere dir, dass ich gerne alles aufgeben würde, um meinen Vater zurückzuhaben. Und wenn es nur für kurze Zeit wäre. Na, immerhin. Ich weiß jetzt nicht, wo er gestorben ist. Ah, da. Ich komme. Warten Sie auf mich, Mister. Oh. Bruderschaft? Klickt die Streife. Und fliegt sie hier nur im Kreis. Ich weiß nicht, sie landet. Hoffentlich sind sie jetzt nicht böse, weil ich sie angeschossen habe. Augen auf! Die haben sich versteckt! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Peter, was suchen die? Weil ich sie angeschossen habe, sind sie jetzt verwirrt oder was? Ich weiß es nicht. Scheiße, er ist schon vorgelaufen. Ich dachte, er bleibt stehen. Oh, ein Händler! Ist das genial. Okay, die prügeln sich wahrscheinlich mit den Mücken, die da hinten waren. Die haben wir ja schon mal kennengelernt. Doc Weathers, ich tue mir leid, ich muss da hinten hin. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ich will die Gespräche nicht verpassen mit ihm. Er quatscht bestimmt schon ununterbrochen. So, Dude, ich bin wieder da. Oh Gott. Wofür was? Und du kommst aus diesem kleinen Tümpel? Ja gut, wieso nicht? Du hast mir gerade den Tag versüßt. Feuer frei! Okay. Komm, jetzt sag etwas, sonst bereue ich es, dass ich nicht schnell gereist bin. War hier nicht noch so ein Mädel? Und eine Todeskralle war hier auch, ne? So, aufgepasst. Ach, nur ein Stechflügel, okay. Aber hier war irgendwo eine Todeskralle, wenn sie auch respawnt ist, so wie die Stechflügel.
Dann geht's uns bald nicht so gut. Hä? Dude? Rennst du denn lang? Da ist gerade ein Auto runtergefallen. Bist du deswegen stehen geblieben? Hey Jack. Los. Wir müssen herausfinden, was in Parsons passiert. Ja, dann los. Was machst du denn für Sachen? Läuft hier erstmal runter wie so ein Idiot und läuft er wieder hoch, oder was? Na, ja, jetzt sind wir sowieso fast schon da. Gehen wir mal hin. Ich hab was gehört. Geschmiedeter. Sind wir schon passend? Nee. Wir sind jetzt in... Ach, ich kann es gleich lesen. Ah doch, hier ist richtig. Ich bin doch richtig hier. Obwohl das Parsons ist. Das ist der, das Loch anscheinend, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Flammenwerfer! Ich hab nicht gespeichert. Okay, erledigen wir sie einfach alle. Easy! Au! Wie weit reicht denn den scheiß Flammenwerfer? Hab doch keine Angst! So. Flammenwerfer ist bestimmt was wert. Geschmiedeter. Entschuldigung? Folge mir. Ja, klar, folge ich dir. Taugans Ironworks. Gut, jetzt müssen wir hier reingehen. Kann der Typ sowieso ein bisschen vorlaufen. Ah, ein Bett, schön. Muss ich mich nicht heilen. Sehr nice. Dann schauen wir doch mal. Wir werden hier definitiv ein oder zwei Legendäre finden. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Sag mal, siehst du meinen Hund nicht, oder was? Shit. Jetzt auch noch überlebt. Und schmerzlos. Glaub mir. Ich hab was gehört. Hast du nicht? Das war eine Fata Morgana. Moment, Fata Morgana sieht man nur mit den Augen, ne? Was war das für eine Waffe, die du hattest? Kampfgewehr? Das wollte ich nicht. Da, was ist das? Ach, ein Kampfgewehr auch. Na gut. Schauen wir mal, was hier drin so abgeht. Und was geschmiedet sind. Ich denke mal, da müssen wir hin. Scheiße, was war das? Nothing. Ein Flammenwerfer. Zeig dich! Los! Alter, wie ich den nicht getroffen habe, ne? Mag mir nicht gefallen, dass es hier brennt. Wer ist da?
Wieso könnt ihr nicht einfach stehen bleiben und euer Schicksal akzeptieren? Ne, ich sehe nichts. Ein Terminal. So, schauen wir doch mal. Da haben wir was. Da unten rechts sehe ich noch einen. Oh, da war noch einer. Zack. Versuche zurückgesetzt. Wunderschön. Das freut mich doch immer wieder. Drecksversuche. Wieso existiert das überhaupt? Ich hätte lieber ein Wort weniger. Geschafft. Er hat gesagt, da ist nichts. Hör ihm zu. Jetzt bin ich einfach nur auf der anderen Seite, ne? Okay. Ach, jetzt. Oh. Kann das von beiden Seiten knacken, um auf die andere Seite zu kommen? Okay, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht so wichtig. Yay! Eine Lunchbox. So. Aber wo sollen wir hier hin? Oh. So. Ups, das war scheiße. Aber es hat nichts gemacht. Glücklicherweise haben sie daran gedacht, das zu beheben. Dass, wenn man sich einmal verklickt, dass da ein Versuch weggeht. So. Wozu suche ich eigentlich hier die Versuche? Ganz ehrlich, ich meine, ich kann doch ein, zwei suchen. Und was das? Da haben wir zum Beispiel einen. Plopp. Und schon haben wir da kaum noch Wörter. Na komm, du musst es aber sein hier. Es waren mehr Wörter, als ich dachte. Wer ist da? Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ach, weißt du was? Scheiß auf den Bot, ganz ehrlich. Was war das? Den brauche ich nicht. Da müssen wir hoch, oder? Ich wäre verrückt, ich schwör's. Ja, wo geht's denn hier hoch? Es ist ein bisschen gefährlich hier oben, also Leute. Das ist kein sicherer Arbeitsplatz. Das muss ich ja auch meiner Gewerkschaft sagen. Ich habe was gehört. Weißt du? Oh. Geschmiedeter. Kein legendärer Geschmiedeter hier. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Die ganze Aufregung wegen nichts. Jemand da? Na, hast du Wahnvorstellung, Dude? Terminal. So, jene, die die Geschmiedeten enttäuscht haben, hat bei Behandlung der Wunde geschrien. Strafe, Amputation, Verbannung. Vergehen. Hat beim ersten Test betrogen. Strafe. Täter und Familie an die Schmiede verfüttert. Aus dem Kampf geflüchtet. Strafe an die Schmiede gefüttert. Okay. Duke. Ist ohne Erlaubnis während des zweiten Tests gestorben. In die Schmiede verfüttert. Ist ohne Erlaubnis an den... Okay. Hut. Hat Rationen geklaut. Bekam geschmolzenes Eisen zu essen. Nice. Havoc. Hat Medikamente an den Feind gegeben. Zu Tode gefoltert. Gut, das kann ich verstehen. Hat Gegner aus dem Kampf flüchten lassen. Strafe, gebrandmarkt, verbannt.
flüchten. Kannst doch nicht alle erwischen, wenn die alle plötzlich wegrennen. Rife. Hat während der Wache geschlafen. Augen an Myalocs verfüttert. Verbannt. Ach du Scheiße. Reptide. Hat während des letzten Tests geschrien. An die Schmiede verfüttert. Bitte was? Viper. Hat sich geweigert, Zivilist zu exekutieren. Familie exekutiert. Verbannt. Janesay. Hat sich geweigert, den Namen zu ändern. An die Schmiede verfüttert. Okay. Wer ist dieser Saugon, der dem dieses Terminal gehört? War das etwa alles hier? Kein Schatz? Gar nicht? Oh, ich bin Bot. Wo soll denn dieses Geschütz sein? Da sind wir bei der Mine. Ups! Wenigstens habe ich das Geschütz gefunden. Ja, ihr seid schon ein bisschen krank, aber was für Tests? Wieso habe ich hier kaum Informationen bekommen? Man kann in Lava nicht schwimmen, Freunde, es tut mir leid. Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Vielleicht finden wir dann heraus, was hier genau passiert ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir in der nächsten Folge nicht mehr hier sein werden, weil wir gleich in den Stream gehen, beziehungsweise weil ich gleich in den Stream gehe. Und da werden wir ein bisschen an der Hütte basteln, was so viel bedeutet wie, ja, wir werden in der nächsten Folge zu Hause sein. Und im besten Falle all unsere Sachen abgelegt haben und erfahren, wie lange das Serum hält. Ups, ich habe mir das Tippback reingezogen. Ich wollte eigentlich nur die Effekte ein bisschen näher angucken. Na gut, Tippback kann man immer mal gebrauchen. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein. Tschüss.